Tag, meine Damen und Herren, und ganz herzlich willkommen zur Aktionär-TV-Chefsache. Mario Draghi gibt den Ben Bernanke und befeuert die Börsen mit nahe Nullzinsen. Und wir sagen Ihnen jetzt, welche Aktien jetzt doch noch eins draufsetzen und noch richtig durchstarten. Bei mir ist Martin Weiß, er ist stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Weiß, ist das bereits die Jahresendrallye oder kommt die erst noch? Wir gehen davon aus, dass der DAX und auch der Dow durchaus noch das Potenzial haben, da ein wenig draufzulegen. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, der DAX ist ja im laufenden Jahr schon um nahezu 19% gestiegen. Das ist genau der Hintergrund meiner Frage. Er ist ja schon ewig gestiegen. Jetzt sagen Sie, da kommt noch was. Ja? Im vergangenen Jahr hatten wir ja auch lange die Befürchtung, dass es zum Jahresende hin schwächer werden könnte. Was haben wir gesehen? Wir haben eine wirklich gute Kursentwicklung gesehen. Wir gehen weiterhin davon aus, dass es für November und Dezember noch sehr gute Börsenmonate geben wird. Warum denn, wenn ich mir so ganz platt fragen darf? Nun, die Rahmenbedingungen sind einfach unglaublich günstig für Aktien. Jetzt Mario Draghi hat die Leitzinsen in der Eurozone auf 0,25% und damit auf ein historisches Tief gesenkt. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich bekomme ja Post von meiner Sparkasse. Da steht dann unter anderem drin, Tagesgeld bringt jetzt noch 0,45%. Ich glaube, nach der jüngsten Senkung könnte es nochmal nach unten gehen. Möchte ich also mein Geld in irgendwelchen Sparanlagen haben? Nein, möchte ich nicht. Also glaube ich, dass viele Sparer mittlerweile auf den Trichter kommen, wir bekommen nichts mehr für unser Geld, wir müssen uns nach Alternativen umsehen. Das ist nun mal der Aktienmarkt, günstiges Zinsumfeld, die Wirtschaft moderat nach vorne, die Eurozone, das BIP wächst um 1,4%, glaube ich. Und in Amerika geht es etwas stärker zur Sache, 3,0%, Entschuldigung. Und das sind natürlich schon die Triebfedern für die Unternehmensgewinne und dann letztendlich auch für die Aktienkurse. Ich glaube, es gibt momentan tatsächlich keine Alternative zur Aktie. Gilt das jetzt für alle Aktien oder anders gefragt, welche Branchen werden jetzt durchstarten? Thema ist ja die Jahresendrallye, die auf uns zukommt. Nein, natürlich hatten wir für die laufende Titelstory uns etwas Besonderes ausgedacht. Wir haben nach Aktien gesucht, die verschiedene Parameter erfüllen, also die jetzt noch Kaufgründe liefern. Wir hatten gesagt, okay, zunächst einmal muss eine Aktie stark im Trend sein, also das Momentum muss hoch sein, die Charttechnik muss gut sein und wir möchten ganz gerne, dass dieses Unternehmen im vergangenen Quartal, also mit den Q3-Zahlen, positiv überrascht hat. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Geschäfte gut laufen und dass wir auch im vierten Quartal, also im aktuell laufenden Quartal, eine positive Gewinnüberraschung erleben, ist einfach höher gegeben. Und vor dem Hintergrund haben wir 5 Aktien rausgesucht, die wirklich diese Kriterien erfüllen und bei denen man auch auf dem jetzigen Niveau noch zusteigen kann. Gab es irgendwann eine Fernsehsendung, 5 ist Trümpf. Nennen Sie doch mal ein oder zwei aus diesem Bereich. Also unserer Meinung nach ist zum Beispiel die Deutsche Post auf jeden Fall weiterhin ein Kauf. Da ist natürlich das starke Weihnachtsgeschäft. Jetzt gehen die Leute einkaufen, jetzt gehen sie gehen ja nicht mehr in den Laden. Das war natürlich früher so, das macht man jetzt vielleicht noch ein bisschen, aber im Großen und Ganzen wird ja online geordert. Das heißt, die Pakete werden letztendlich auch verschickt und das werden sie in der Regel mit der DHL oder mit einem anderen Versandanbieter. Aber wie gesagt, die Deutsche Post sollte auf jeden Fall in diesem Fall profitieren können. Und wenn Sie sagen, jetzt andere Anbieter, ist ja klar, gibt es ja mehrere, die sich in diesem Bereich tummeln. Warum jetzt Deutsche Post? Hat die irgendwie mehr Nachholpotenzial oder woran liegt das? Nein, die Deutsche Post, die Aktie der Deutschen Post ist ja schon das gesamte Jahr über ein Top-Favorit vom Aktionär gewesen, hat sich auch hervorragend entwickelt. Und wie gesagt, das ist jetzt nur das i-Tüpfelchen, dass wir zum Jahresende dann auch noch das starke operative Geschäft erleben werden. Eine zweite Aktie war beispielsweise Microsoft. Microsoft ist ja seit Jahren totgesagt eigentlich. Und in den vergangenen Wochen und Monaten hat sich eigentlich gezeigt, zu Unrecht. Die Aktie ist über einen 10-jährigen Seitwärtstrend ausgebrochen, hat ein massives Kaufsignal, also einer der Forderungen erfüllt, hat ein massives Kaufsignal geliefert. Jetzt Ende des Monats kommt die Xbox One, also die neue Game-Konsole in den Handel. Sie wird wahrscheinlich vom Start weg ausverkauft sein. Es wird sicherlich sehr gute Umsätze und dann auch letztendlich Erträge mit den Spielen geben. Das ist ja das Wichtigste, dass nachher die Spiele auch gut laufen. Also Microsoft ebenfalls ganz vorne mit dabei. Also in den Weihnachtsbäumen dann nicht nur Apple-Produkte, sondern auch die von der freundlichen Konkurrenz dann die Spielefreunde kommen auf ihre Kosten. DAX zum Jahresende. Sie haben auch ein bisschen rumgefragt und Sie haben sicherlich auch eine eigene Meinung und haben eine Meinung in der Redaktion. Gut, wir haben jetzt
bald Mitte November. So lang ist ja nicht mehr hin. Nein, es ist natürlich schon so, wir sehen ja traditionell, also historisch belegt, sind November und Dezember hervorragende Börsenmonate. Das spielt uns natürlich ein wenig in die Karten. Jetzt haben wir verschiedene Experten noch gefragt. Das optimistische Kursziel lag bei 10.000 Punkten von Max Otte. Das pessimistische bei 9.250. Und selbst dann hätten wir noch 3 oder 4% Aufwärtspotenzial von Volker Hellmeier. Wir selber glauben, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt, also zwischen 9.250 Punkten und letztendlich den 10.000 Punkten. Wir haben auf jeden Fall, es wird Druck kommen, die großen institutionellen... Sprechen jetzt vom Jahresende? Vom Jahresende. Also ich glaube, gerade jetzt zum Jahresende wird es natürlich für die Fonds wichtig, nochmal Performance zu machen. Das heißt, was wird passieren? Die Verlierer werden rausgeworfen aus den Depots und es werden die Gewinner reingekauft. Hinzu kommt, durch die neuerliche Leitzinssenkung wird es natürlich strategische Neuausrichtungen geben. Gut, die werden Zeit brauchen, aber die Versicherungen sind ja ohnehin schon unter Druck und sie werden weiter verstärkt in den Markt einsteigen. Ob es jetzt nochmal 10% nach oben geht? Nein, das ist natürlich schon ein bisschen sehr optimistisch. Aber selbst wenn es 3 oder 4% nach oben geht, wäre das ja aufs Jahr gerechnet eine hervorragende Performance für den DAX gewesen. Wer hätte das im letzten Jahr gedacht? Also so die Mitte etwa zwischen, was Sie sagten hier, also 9,2 bis 10.000, ungefähr 9.600. Kann ich das einlocken? 9.500 bis 9.600 kann ich mir schon vorstellen. Gut, vergangene Woche, Börsengang von Twitter, anderes Thema. Wir haben ewig gewartet, fast 1,5 Stunden auf den ersten Kurs. Die Taxen sind ja wirklich im Minutenrhythmus nach oben gegangen. Also das war schon ein Hype. War es ein gelungener Börsengang? Eigentlich, die Frage muss man nur mit Ja beantworten. Nein, das war absolut, das war toll, was passiert ist. Es war natürlich, gut, die Aktie ist natürlich völlig aus dem Ruder gelaufen, was den Kurs betrifft. Wir waren ja am ersten Handelstag innerhalb, nach 5 Minuten nach Handelsaufnahme standen wir bei $50. Also man könnte sagen, da hat jemand einen Vogel? So weit würde ich nicht gehen. Natürlich gibt es dann immer in dieser Euphorie auch Anleger, die glauben, sie müssten noch unlimitiert in den Markt springen. Man darf auch nicht vergessen, es sind nur in Anführungsstrichen 80 Millionen Aktien an den Markt gekommen. Die Nachfrage war natürlich viel größer. Da müssen sie die wegrechnen, die sofort in irgendwelchen Depots längerfristig verschwinden. Denn die Konsortialbanken haben ja offensichtlich bei der Zuteilung drauf geschaut, dass sie Anleger finden, die nicht direkt am ersten Handelstag auch wieder aussteigen. Also insofern wurde das Angebot noch weiter verknappt. Die große Euphorie, die wir gesehen hatten, Bloomberg hat live berichtet, CNBC hat live berichtet. Das DLF hat live berichtet. Das DLF hat natürlich auch live berichtet. Der Aktionär hat ja mehr oder weniger live berichtet über die Homepage. Das ist natürlich schon ein ordentliches Mediengetöse, also ein ordentlicher Medienrummel gewesen. Aber nichtsdestotrotz, die Aktie notiert bei etwa 45, 44 Dollar. Da glauben wir, ist die Luft schon sehr dünn. Das muss man einfach so sehen. Ist sie so dünn, dass schon die ersten Ohnmachtsanfälle dann drohen? Ja. Also siehe Facebook, dass sich die Geschichte wiederholt, oder hat man aus den Fehlern gelernt? Nein, was heißt aus den Fehlern gelernt? Es ist natürlich schon so, dass diese IPOs dann einem gewissen Muster folgen. Also diese sehr harte Eröffnung und dieses sehr schnelle Ansteigen des Kurses. Dann, wenn es ein bisschen ruhiger wird, dann bröckeln auch die Kursgewinne. Und wir glauben auch, das ist auch unsere Empfehlung an die Anleger. Wer nicht wirklich sofort zum Zug gekommen ist und auf einen schönen Gewinn setzt oder den vielleicht schon realisiert hat, der braucht jetzt auch nicht hinterher springen. Der soll abwarten, bis die Kurse, voraussichtlich werden sie weiter fallen und im Bereich um $38 könnte man dann überlegen, ob man gestaffelt einsteigt. Das heißt bei 38 ein bisschen, bei 35 vielleicht bei 33, weil ganz klar, fundamental ist Twitter auf dem aktuellen Niveau eigentlich zu teuer. Dann lassen wir das mal so stehen, warten einfach ab. Ich bin mir ganz sicher, Herr Weiß, in den nächsten Wochen, in den nächsten Ausgaben wird Twitter wieder auftauchen. Dann müssen wir entweder erklären, warum der Hype jetzt dann doch weitergegangen ist, oder sagen, wir haben es ja irgendwo gleich gewusst. Was ganz interessant ist, Sie titeln auch der neue Hightech-Boom und sprechen über 4 Aktien. Wo kommt dieser Hightech- oder Biotech-Boom jetzt her? Der Biotech-Boom läuft interessanterweise schon einige Jahre, vor allen Dingen aber in den USA. Die deutschen Anleger waren natürlich noch ein bisschen gebrannt, haben das Feuer gemieden nach den heftigen Kursabstürzen, den einen oder anderen, genau, der damit heftigst auf die Nase gefallen ist. Ja, genau. Und gebranntes Kinn scheut das Feuer und danach lag diese Branche relativ lange am Boden. Das heißt, aber die Schmerzgrenze ist jetzt... Nein, das hat damit nichts zu tun. Es ist so, wir haben natürlich den Vorläufer USA, da ist der Biotech-Index schon seit Jahren oben auf, hat sich jetzt mittlerweile in den vergangenen Jahren um 400% nach oben geschraubt. Hintergrund ist ganz einfach: Das laufende Jahr ist sehr gut gewesen das vergangene Jahr ist sehr gut gewesen für die Biotech-Branche. Es gab sehr viele Zulassungen, so viel wie seit den 90er Jahren nicht mehr. Und
Der Großteil der Medikamenten, der wichtigen Medikamentenwirkstoffe, kommt mittlerweile aus der Biotech-Branche. Und das ist natürlich genau der Treibstoff für die gesamte Branche. Dann haben natürlich die ersten Investoren angefangen, haben gesagt, Moment, Amerika ist schon stark gelaufen, schauen wir uns doch mal in Deutschland um. Und auch hier gibt es interessante Unternehmen, die auch gute Nachrichten melden. Und gerade so dieses Thema Gesundheitsbranche und dass auf die Kosten geschaut wird, ist das nicht eine Bremse? Offensichtlich nicht. Nein, also die Biotech-Branche, die Biotech-Aktien, die Entwicklung da hängt ja vor allen Dingen davon ab, gibt es vernünftige Wirkstoffe mit einem vernünftigen Marktpotenzial? Das ist ja das Wichtigste. Und dann in welcher Phase der Untersuchung befinden die sich momentan? Also in der Frühphase, Phase 1, 2, 3 gibt es ja. Und da schauen die Anleger natürlich schon genau drauf. Und wie gesagt, wir haben sehr guten Newsflow gehabt, unter anderem von Evotec in den vergangenen Wochen. Und das hat sich ja dann auch am Kurs relativ schnell gezeigt, was diese Aktien dann leisten können. Wenn Sie jetzt sagen, dieser Biotech-Boom, so neu ist er nicht, in Amerika läuft er schon eine Zeit lang, jetzt schwappt er so langsam zu uns rüber. Ja. Ist der Druck dann groß genug, dass es sich lohnt, jetzt noch einzusteigen? Das glauben wir auf jeden Fall. Also unsere Biotech-Experten in der Redaktion sehen das eigentlich erst als Auftakt. Es werden viele Präparate in den Handel kommen. Es wird neue Kooperationen geben, die wir in den vergangenen Monaten teilweise auch schon gesehen haben. Aber das muss man an dieser Stelle natürlich ganz klar sagen. Anleger sollten es um Gottes Willen nicht übertreiben mit der Depotposition. Wie schnell es auch abwärts gehen kann mit Biotech-Unternehmen. Wenn es funktioniert, wenn ein neuer Blockbuster an den Markt kommt, ist das natürlich eine tolle Geschichte, aber es kann eben auch schief gehen. Und dann sieht man ganz schnell nach schwachen Studiendaten, wie eine Aktie 60%, 70%, 80% in den Boden gerammt werden kann. Also sehr vorsichtig sein, sehr interessante Branche, aber sicherlich nichts für Leute mit schwachen Nerven. Martin Weiß vom Anlegermagazin Der Aktionär, ein Mann mit starken Nerven. Dankeschön für Ihren Besuch. Gerne. Ja, meine Damen und Herren, der neue Aktionär. Außerdem finden Sie dort das TSI-Musterdepot jetzt fast bei 60% im Plus. 15.000% und noch kein Ende, warum Mastercard weiter steigen wird und die Profiteure des Autobooms. Und ganz besonders lege ich Ihnen ans Herz, Sie finden mich und zwar ohne Kopf. Ab Dienstag im Briefkasten oder ab Mittwoch im wohlsortierten Kiosk oder für die ganz schnell unter Ihnen auf dem iPad oder auf dem iPhone immer am Freitagabend nach Redaktionsschluss.